Wofür braucht man den Bodenrichtwert? Hallo, hier ist der Podcast von wohnungjetzt.de. Der Bodenrichtwert ist eine Kennzahl, die den durchschnittlichen Wert von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet anzeigt. Je nach der Nutzung werden diese Gebiete in Wohngebiete, Gewerbegebiete oder häufig auch in Mischgebiete unterteilt. Ein weiterer Wertfaktor ist die Bebauung in dem betreffenden Gebiet. Wie viel Prozent eines Grundstücks bebaut ist und wie hoch ein Grundstück bebaut ist, wirkt sich ebenfalls auf die Höhe des Bodenrichtwerts aus. Sowohl für Immobilienverkäufer als auch für Käufer lohnt es sich, einen Blick auf den betreffenden Bodenrichtwert zu werfen. Beim örtlichen Gutachterausschuss kann man den aktuellen Bodenrichtwert für ein bestimmtes Gebiet erhalten. Oft erstellen die Ausschüsse auch Immobilienmarktberichte, die man vielerorts online bei den Gemeinden beziehen kann. Der Vorteil dieser Berichte liegt darin, dass sie auf Basis tatsächlich gezahlter Kaufpreise erstellt werden und eine Entwicklung der lokalen Preise aufzeigen. Der Bodenrichtwert ist zwar nur eine durchschnittliche Kennzahl. Wenn man sich das betreffende Gebiet näher anschaut, dann kann man daraus auch für ein konkretes Grundstück, je nach Lage, Größe und Bebauung ableiten, inwieweit das konkrete Grundstück von dem Durchschnitt in diesem Gebiet abweicht und inwiefern sich diese Abweichungen auf seinen konkreten Wert auswirken könnten. Noch ausführlichere Infos zum Bodenrichtwert gibt es online kostenlos bei wohnungjetzt.de und ist wie immer in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.